Ravioli kennt jedes Kind. Lecker. Aber um Längen leckerer ist das, was unsere Köche gleich aus dem einfachen Dosengericht zaubern. Mit wenigen Zutaten in kürzester Zeit. Versprochen. Vorher aber wird getestet. Welche Dose Ravioli hat das Potenzial für ein Sternemenü? Wir kaufen die jeweils günstigsten Ravioli bei den 4 führenden Supermarktketten. Kandidat Nummer 1 für 1,29 Euro. Hier praktisch einfach nur die Lasche ziehen. Ich bin sehr skeptisch. Die Farbe. Es ist wirklich, von der Farbe her ist es sehr, sehr blass, muss ich ehrlich gestehen. So viel zum Rohzustand. Lisa hält sich an den Zubereitungshinweis. Langsam erhitzen. Was mir auffällt, ist, es sind sehr kleine Ravioli, alle viereckig. Relativ dick, ne? Viel wichtiger als die blasse Farbe ist beiden der Geschmack. Ravioli aus Hartweizengrieß gefüllt mit Schweinefleisch in Tomatensoße. Wie schmeckt's denn? Mir ist die Soße auch ein bisschen zu laff. Also mir fehlt da so ein bisschen den intensiven Tomatengeschmack. Toni ist direkter. Mir fehlt da alles. Ich finde, das Fruchtige der Tomate kommt auch nicht wirklich raus. Was bedeutet das in Ravioli-Punkten? Es ist okay für zwischendurch. Wenn du mal gar nichts zu essen hast oder so, finde ich, kann man es essen. Ui, Toni, volle Breitseite vom Halbitaliener. Für mich wäre es so 2 Punkte. Ja, dann gehe ich sofort bei dir mit. Mir fehlt auch. Mir fehlt von allen so ein bisschen mehr Geschmack dran. Mir waren die Nudeln auch ein bisschen zu weich. Da fehlt halt der letzte Pep, so finde ich. Genau, dann bleiben wir bei einer 2. Guck mal, sind wir uns mal einig. Endlich. 2 von 5 möglichen Punkten. Da ist definitiv Luft nach oben. Nächste Dose. Wieder Standard 800 Gramm für 1,19 Euro. Ravioli mit rindfleischhaltiger Füllung, ja, genau, in Tomatensoße. Ja. Diesmal also Rind statt Schwein. Und sie sehen auf jeden Fall anders aus. Genau, ist eine andere Form, sehen ja aber auch relativ dick aus, wenn die dann wirklich so sind. Ob die dicken Dinger wirklich besser im Geschmack sind? 7 Minuten erhitzt, fertig. Wir probieren es mal. Probier's mal. Es hat einen ganz anderen Geschmack. Im Teigmantel befindet sich ein kleines Fleischbällchen. Hat das Einfluss auf den Geschmack? Die Form ist ein bisschen anders. Da merkst du, dass da mehr Füllung ein bisschen drin ist. Aber auch da fehlt mir Salz, ein bisschen Pep. Also für mich ist die Soße identisch dieselbe. Zu den Punkten. Ist hier mehr drin? Also ich wäre so bei 2,5. Einfach nur dadurch, dass die Füllung ein bisschen mehr war. Toni bleibt skeptisch. Also blind würde ich wirklich sagen, das sind identisch die gleichen Nudeln. Noch ein letzter Blick und die Geschmacksnerven genau auf die Füllung gerichtet. Ja, dass die Füllung vielleicht ein bisschen intensiver rüberkommt, würde ich sagen 2,5, aber dann ist auch wirklich... Nee, mehr gibt's auch nicht. Mehr geht da nicht. Also bei 2,5. Genau. Die nächste Dose für 1,29 Euro. Lisa, wir kommen zu dem prominentesten Produkt von allen, glaube ich. Ja, ich bin gespannt. Diese Ravioli wecken bei Lisa Jugenderinnerungen. Ravioli kalt und direkt aus der Dose gegessen soll damals ein Geheimtipp beim Zelten gewesen sein. Auch heute noch. Da hört man doch immer wieder, dass man die mitnimmt, so auf Festival kalt ist. Dann wird es aber höchste Zeit, dass Toni sich diesem Genuss hingibt. Doch bevor der Halbitaliener zum ersten Mal in seinem Leben kalte Ravioli probiert, schaut er ganz genau hin, was da auf ihn zukommt. Es ist eine ganz andere Soße. Ja. Die ist cremiger gekocht. Sieht ein bisschen aus, als wenn da weniger Bindemittel drin ist. Und die Farbe ist ein etwas mehr rot als die anderen. Dann viel Spaß beim kalten Essen. Probier jetzt mal kalt. Ihr sagt ja, das schmeckt kalt. Das schmeckt super. Aber riechen tun die auch so ein bisschen. Sie riechen, also ich finde, Ravioli-Dosen riechen halt wirklich alle nach, haben alle diesen außergewöhnlichen Geruch. Und schmeckt es? Schmecken sie kalt? Das Festivalerlebnis kalter Ravioli ist nichts für Tonis zarte Geschmacksknospen. Also lieber warm machen, damit er Punkte vergeben kann. Es ist deutlich mehr Füllung drin. Deutlich mehr. Es ist lecker. Schmecken sie dir? Ja, man kann sie essen, sagen wir mal so. Zur Punktevergabe. Durchgesetzt hat sich nicht kalt, sondern... Tatsächlich dann doch warm, würde ich doch favorisieren. Kalt muss das nicht sein. Würde ich sagen, das sind 3 Punkte, wo ich sage, das kann ich geben. Gut, dann toppe ich das. Das habe ich mir gedacht, das sind ja deine Lieblingsnudeln. Ich wollte gerade sagen. Deswegen bin ich sogar wirklich bei 3,5...
4. Also wir können auf 3,5. Du kommst einfach mal mir entgegen, da sind wir auf einer gleichen Länge. Ja, wenn du sagst 4, also das sehe ich einfach nicht. Also das kann ich nicht. Aber 3,5, dann würde ich sagen, okay, da können wir uns schon drauf einigen. Zur letzten Dose des Tages. Ravioli in Tomatensauce für 1,19 Euro. Nach so viel Dosendosis kommt es bei Lisa zu ersten Schwächeerscheinungen. Es möchte nicht mal aufgehen. Ich lasse den Mann an die Tat hier. Hab ich ja gesagt. Der erste Eindruck: Toni muss vorsichtig öffnen, denn es wabert mehr als bei den anderen. Ja, aber das Verhältnis Soße und Nudeln ist schon, dass die Soße überwiegt, ne? Kann mehr Flüssigkeit auch von Vorteil sein? Also, macht das Erhitzen, finde ich, aber ein bisschen leichter. So viel zum Handling. Kommen wir zum Wesentlichen. Schmeckst du was Süßes und Fruchtiges drin? Nein. Überhaupt nicht? Nein, also ich nicht. Die sehen zwar voll gefüllt aus, aber finde ich gar nicht so viel. Weniger Füllung als die anderen, dazu wässrige Soße. Ja, also hau ich jetzt nicht vom Hocker. Aber ich finde, die sind auch essbar. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, nee, das schmeckt gar nicht. Okay, da bin ich bei. Ich mag es wirklich nicht. Es ist irgendwas in der Soße drin, was mir so, ne. Letzte Gabel, letzte Chance. Also sehr eintönig. In Punkten ausgedrückt. Die Ravioli sind gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, die Soße ist einfach nicht meins. Und deswegen bin ich da voll bei einer 1, einfach nur, weil ich glaube, dass die Ravioli ganz gut sind, die Füllung ist toll, aber die Soße ist nicht mein Geschmack. Ja, also mein Fazit liegt auch bei einer 1. Ich sage, man kann sie essen. Das Fazit. Toni und Lisa haben gecheckt. 4-mal Ravioli aus dem Supermarkt und sich für diese Dose entschieden. Der Inhalt wird jetzt von Lisa und Toni veredelt. Aus Check It wird Pimp It. Toni fängt an. Mit Basilikum, Rucola, Parmesankäse, Schinken, Pinienkernen sowie Mozzarella möchte er den Dosenravioli noch mehr italienisches Leben einhauchen. Zuerst die Pinienkerne in die Pfanne, mit Olivenöl leicht anrösten. Und jetzt, wer hätte das gedacht, auch die Siegerravioli in die Pfanne. Zupfbasilikum dazu. Zupfmozzarella. Das Ganze liebevoll in der Pfanne verteilt. Und dann Zupfschinken dazu. Und jetzt etwas Ungewöhnliches. Salat. Auch mit in die warme Pfanne einfach rein? Alles zusammen? Ja. Ein bisschen schwenken. Aus Tonis Handgelenk geschüttelt entstehen italienische Ravioli. Noch etwas Parmesan dazu. Aber unbedingt direkt gerieben. Bitteschön, Tonis Dosenravioli-Hack. Ein Gericht zum Anknabbern? Fertig. Probiert wird gleich. Nach Tonis Kreation ist Lisa dran. Mit Tomaten, geriebenem Käse, Tiefkühlspinat oder Blattspinat, was der persönliche Vorrat so hergibt. Zwei feuerfeste Glasschälchen. Da packe ich einfach meine Raviolis rein. Auf die Dosenbasis kommt der Spinat. Dünn geschnittene Tomatenscheibchen drauf und dann, wir kennen sie ja schon, wieder Ravioli. Und zum Abschluss etwas geriebener Käse. Ich würde sagen, du bist fertig. 2 Minuten, zack, fertig. Aber das müsste noch im Backofen, oder? Ja, klar. Also ab in den Backofen. 10 Minuten bei 180 Grad Umluft. Nach dem Pimpen sind die Ravioli nicht mehr wiederzuerkennen. Lisas Variationen im Gläschen und Tonis italienische Variante aus der Pfanne. Bei der gegenseitigen Verkostung der Ravioli-Kreationen kann unser Expertenteam perfekt in Kindheitserinnerungen schwelgen. Guten Appetit, ihr zwei.